Soms als mijn ouders ergens heen zijn en ik me wat depressief voel, omdat ik weer eens verliefd ben op een meisje dat ik goed ken. Ze kent mij ook en daarom wil ze niet. Geen meisje is ooit op mij verliefd. Dan pak ik mijn seksboekje dat ik verstopt heb in mijn bureau en trek ik mijn spijkerbroek uit. En dan ga ik liggen op mijn bed en dan bekijk ik alle plaatjes en dan lees ik de verhaaltjes. She arrived home from work feeling calm and in the mood for something. Oh, you know, in the bathroom she slipped out of her clothes and let herself sink into the hot bubbling water. She began washing her feminine form, sliding her soapy hand along her neck, over her firm breasts, her taut tummy, and then down between her. Oh. Stepping out of the warm suds, she thought to herself, oh, what's the use? It just makes me want him more. Back in the bedroom, she had just two things on her mind. Him and what she should wear tonight. She took out a black brassiere, black stockings, slinky black dress, black heels, black panties. No, on second thought, no panties tonight. Als ik na een tijdje wakker word, trek ik mijn spijkerbroek weer aan. En dan ga ik naar beneden. Ik pak de koekjesdromen. Ik heb geen echte honger, maar eet wel alle koekjes op. Ik doe de televisie aan en zet hem op Duitsland 1. Om 6 begint de sportshow met Karl-Heinz Rummenigge en Karl-Heinz Förster en Hans-Peter Briegel. Ich denke, das Geheimnis des Fußballs ist der Ball. Und der Ball ist rund. Wenn der eckig, dann wäre es ja ein Würfel. Und im Fußball gibt es nur einen Ball. Wenn der Gegner den Ball hat, stellt sich die Frage, warum hat er den Ball? Im Fußball ist es wie bei der Liebe. Was vorher ist, kann auch sehr schön sein, aber das ist nur Händchen halten. Der Ball muss hinein. Weil der Erfolg ist nicht alles, aber ohne Erfolg ist auch alles nichts. Wir sind hierher gefahren und haben gesagt, okay, wenn wir verlieren, dann fahren wir wieder nach Hause. Und ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl. Der Trainer hat auch gesagt, wenn jeder Spieler 10% von seinem Ego an das Team abgibt, dann haben wir einen Spieler mehr auf dem Feld. Aber heute Mittag hatten wir kein Glück und dann kam auch noch das Pech dazu. Wir wollten in Hamburg kein Gegentor einkassieren. Das hat auch bis zum Gegentor ganz gut geklappt. Ich denke, wir spielen am besten, wenn der Gegner nicht da ist. Wenn kein Gegner da ist, dann ist Fußball richtig schön.